Uns ist aufgefallen, dass wir beim Dreh von dem Schattennacht-Video euch gar nicht gezeigt haben, wie wir den Zaun gemacht haben. Aber das holen wir jetzt mit diesem Video nach. Also viel Spaß! Das sind hier die Zikaden, die immer so einen Krach machen. Wir haben eine hier am Baum erwischt, die auch stillhält und sich filmen lässt. Natürlich so eine Sache. Jetzt wollte ich den Daumen mal zwar gleich hinhalten. Schade, Sarah ist jetzt gar nicht scharf drauf. Die hat sich jetzt richtig gut erschrocken. Wir haben hier mit dem Zaun angefangen. Wir haben jetzt zu spät angefangen zu filmen. Wir haben die Tage wie heißt das? Krampen, ne? Hier die Krampen, also markiert, wie hinten am Zaun. Da, die einzelnen Abteile. Martin hat die reingehämmert. Dann haben wir den Draht hier halt gespannt auf allen drei Etagen. Jetzt gerade und gestern hat Martin hier noch an den Dingern gebaut. Die Halterung, weil hier halt kein Pfahl ist, haben wir das halt hier gespannt. Und jetzt sind wir gerade dabei, hier die Diese Drähte zu spannen hier. Katrakas ja, die Katrakas, hier. Genau. Keine Ahnung, Winde oder wie man das in Deutschland nennen würde. Aber hier wurde das halt einfach nur so. Ja, da werden die halt nur so drangebogen. Genau, drangebogen. Und das wurde dann, halt mal einmal, geht das? Und dadurch, dann dadurch und dann mit einer Schraube hier auf Spannung gemacht quasi. Jetzt ist es scharf, genau. Und dann dreht sich das halt auf und ist dann irgendwann auf Spannung. Und wie man sieht, klappt das. Ja, unten kann man ja noch sehen, die Seile hängen noch gut durch. Und oben, das ist jetzt schon schön schön. Genau. Hier sind jetzt so die, ne, die anderen. Und wir werden uns jetzt mal an die nächsten machen. Und dann machen wir weiter. Dann filmen wir weiter, ne? Der Anfang ist nur Handarbeit. Ja, solange das hier noch lang genug ist, kann man das ganz gut mit der Hand umbiegen. Muss man natürlich aufpassen, hier vorne beim Abkneifen ist das Ding scharf, dass man sich da nicht verletzt. Ja, und der Rest wird jetzt mit der Zange gemacht. Soll ich hier gerade halten oder geht ja, das? Ja, du kannst da besten gleich ein bisschen halten, aber... Ja, ich halte immer das nur gerade, damit es auf Spannung ist. Sarah kann es natürlich nicht sein lassen. Sie will das ja jetzt auch unbedingt ausprobieren. Ich hoffe, sie verletzt sich nicht, aber wie ihr seht, die kriegt das auch hin. Ist zwar ein bisschen schwer, aber wenn man den Draht relativ lange lässt, hat man ja auch eine gewisse Hebelwirkung und dann kriegt man das ganz gut da drum herum gewickelt. Mal abknipsen muss Martin machen. Ja, das Abknipsen mit einer guten Kneifzange funktioniert das auch einigermaßen. Das reicht doch, glaube ich, schon. Ich habe hier eine Kneifzange mit relativ langem Hebel, also kann man da schon recht viel Kraft vorne drauf auswirken. Und damit geht's. Ich sehe gar nicht, ob ich dich sehe, ja doch. Da ist ein bisschen sonnig hier, ne? Ja. Und dann hat man den Draht auch durch. Yay! So, die dritte Leine ist gespannt, meine Güte. Ich habe den Hundepool, habt ihr auch noch nicht gesehen, ne? Der ist, glaube ich, 2 Tage alt und den haben sie schon zerrupft. Aber der soll ja nur ein bisschen Wasser drin halten, damit die sich abkühlen können. So, schön. Nee, aber die beiden liegen gerne da drin. Die liegen gerne da drin. So, jetzt kannst du da hinten dein Pflänzchen da auspflanzen. Und dann können wir den... Das ist Unkraut. Achso, ja, dann können wir das Unkraut rausreißen und dann können wir den Maschendraht dran machen. Wir haben uns das jetzt angeguckt, wie die Arbeiter das bei uns gemacht haben. Die haben eigentlich nur jeden dritten hier oben festgemacht. Ganz einfach. Oh, ganz einfach jetzt. Handschuhe sind ein bisschen im Weg, aber... Hier den Bügel aufbiegen. Rausnehmen. Da drüber und wieder rein und zumachen. Und das an jeden dritten. Da kann man jeden zweiten, jeden. Kann man machen, wie man will. Ja, wir haben uns das halt abgeguckt von den Arbeitern und so sollte das dann auch funktionieren. Nala, Simba! Nala, hier! Sarah muss wieder die Hunde ärgern. Die kennen den Zaun ja noch nicht, die haben die ganze Zeit verschlafen. Und stehen jetzt da. Ist nichts mehr mit durchrennen. Oh, die arme Nala. Eigentlich kennen sie auch den anderen Weg. Von der Einfahrt da, von dem Carport-Ding. Ah ja, jetzt hat sie geschaltet.
Wir haben ja fast alles gefilmt gehabt in dem Video. Leider nicht alles, kam immer mal wieder was dazwischen, das wir nicht gefilmt haben. Was ich euch jetzt hier zum Schluss des Videos noch erklären möchte, ist, wie wir es geschafft haben, dass der Maschendraht auch gespannt ist. Und zwar haben wir auf jeder Seite des Maschendrahts hier so ein 10er oder 12er Eisen, Rundeisen mit eingefädelt in die letzte Masche quasi und haben die dann hier an drei Stellen mit so Schellen festgemacht. Und zwar haben wir da relativ lange Schrauben für genommen. Und mit diesen Schrauben, indem wir die da reingeschraubt haben, hat sich der Zaun dann automatisch vernünftig gespannt. Gibt sicherlich noch tausend andere Methoden und auch professionellere Methoden. Aber für uns hier hat das super gereicht. Optisch sieht man das ja eh nicht. Wer geht hier schon hin in die Ecke und wenn die Hecke gewachsen ist, sieht man es nicht. Außerdem waren wir auch nur zu zweit. Also die andere Methode wäre natürlich gewesen, hier mit genug Manpower den Zaun zu ziehen und dann halt reinzuschrauben, festzuschrauben. Aber diese ganze Manpower haben wir halt durch die langen Schrauben einfach ersetzt. Zum Schluss haben wir einfach nur hier so Halbschattennetz genommen, doppelt gelegt und dann an dem Zaun festgemacht, damit man jetzt nicht so ganz den Saustall da hinten sieht. Ja, du filmst das jetzt auch noch super. Das sind übrigens Süßkartoffeln. Das hier sind die. Ja. Ja, die sind da drunter, zwischen dem Unkraut. Nein, wir arbeiten da dran. Wir werden da jetzt gleich auch nochmal aufräumen und versuchen irgendwie Unkraut zu bekämpfen. Aber das ist momentan halt durch den fehlenden Regen seit Wochen oder Monaten ist das echt schwer. Aber wir werden es doch schön machen. Und damit wir und auch die Gäste nicht unbedingt auf das Chaos gucken müssen, haben wir halt einfach den Halbschatten gespannt. Das ist sehr schön gemacht, ist ein guter Sichtschutz und wir haben hinten sogar noch ein bisschen Schatten. Da hat sich auch schon ein bisschen Rasen gepflanzt. Also dann sehen wir uns beim nächsten Bauvideo. Bis dann. Ciao.